Nach dem Herbststurm und den großen Schneemengen in diesem Winter müssen sich viele Salzburger Waldbesitzer um die rasche Aufarbeitung kümmern. Zum einen muss Schadholz schnellstmöglich verarbeitet werden, um wirtschaftliche Einbußen so gering wie möglich zu halten. Zum anderen spielt der Faktor Zeit auch aufgrund der Borkenkäferproblematik eine große Rolle. In diesem Zuge sind auch die Aufforstung der betroffenen Flächen oder die gezielte Optimierung und Förderung der Naturverjüngung wichtige Themen. Der Maschinenring unterstützt mit seinem Komplettangebot die heimischen Waldbauern. Wir sind da in St. Veit bei einem Astenbauer. Ich bin der Birnbacher Sebastian. Wir haben jetzt heuer in Schutzwald mehrere Bäume gerissen, vor allem Buchen. Und dadurch haben wir im Winter den Güterweg sperren müssen und die oberen Häusl und drei Bauern waren einmal unerreichbar und dadurch habe ich eine Maßnahme setzen müssen, die Tour ein bisschen größer ausfällt. Für die Maßnahme, für die Holzschlägerung habe ich auf den Maschinenring gedacht, weil der Maschinenring von Schlägern, Vermarktung, aber auch im Schutzwald, was für mich ganz wichtig ist, für die Wiederaufforstung mit standgemäßer Setzung für die Bäume, alles erledigen kann. Und damit ist alles in einer Hand und ich weiß ja aus Erfahrung, dass gerade die Schnittstellen, was man oft hat, immer das Problem sind. Und ich habe so mit dem Maschinenring keine Schnittstellen und dadurch habe ich ein Top-Unternehmen und habe den entsprechenden Ertrag aus meinem Holz. Ja, was für mich ganz schön war, weil gestern haben sie angefangen, was ich vorher nicht gewusst habe, aber da sieht man, der Maschinenring ist regional. Und es sind meine zwei Nachbarn gekommen als Holzschlägerer und haben natürlich in die bestes Vertrauen und sie haben auch Arbeit und mit dem ist der Kreislauf auch bei uns in der Landwirtschaft wieder gesichert. Bei der Schadholzverarbeitung haben wir jetzt mit einem regionalen Unternehmer zusammen da, damit wir alles aus einer Hand haben. Wir schauen, dass wir das Rundholz und die Biomasse direkt vermarkten. Wir schauen, dass das zügig weggeht, dass da alles fließend abläuft. Und wir wollen eben schauen, dass das regional ziemlich gebunden ist, eben mit Hockerunternehmer, Unternehmer und dem Abtransport. Ins aus Maschinenring ist es eben wichtig, dass wir regional mit den Bauern zusammenarbeiten. Ich bin ein Unternehmer aus St. Veit. Wir bieten von der Schlägerung, Seilung, bergauf, bergab, mit Abtransport der schwierigen Gelände, mit Holzzuhänger, alles durch die Bank an. Triefarmer. Es gibt eigentlich keine Gebiete, wo man nicht anmengt.